Heute schauen wir uns den ersten Stellvertreterkrieg des Kalten Krieges an, den Koreakrieg, der von 1950 bis 1953 tobte. 1910 war die koreanische Halbinsel von Japan besetzt und in den folgenden Jahrzehnten als Kolonie ausgebeutet worden. Mit Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 teilten die Sowjetunion und die USA Korea untereinander auf. Am 38. Breitengrad wurde eine Demarkationslinie vereinbart. Die Sowjetunion regierte nördlich und die USA südlich dieser Linie. Eigentlich war die Teilung nur vorübergehend gedacht, doch am Ende wurde Korea dauerhaft geteilt. Am 10. Mai 1948 fanden in Südkorea Wahlen statt und am 15. August 1948 rief der gewählte Präsident Ree Syngman die Republik Korea aus, das heutige Südkorea. Wenige Wochen später rief in Nordkorea Kim Il-sung, der Vorsitzende der von der Sowjetunion unterstützten Kommunistischen Partei, die Demokratische Volksrepublik Korea aus, das heutige Nordkorea. So war Korea nun endgültig in zwei souveräne Staaten geteilt. Kim Il-sung, aber auch Ree Syngman wollten beide das Land unter ihrer Führung wieder vereinen, notfalls mit Gewalt. Der Krieg brach am 25. Juni 1950 mit dem Einmarsch nordkoreanischer Truppen in den Süden aus. Mithilfe der UN-Resolution 82 setzten die USA einen Militäreinsatz von UN-Truppen zur Unterstützung Südkoreas durch. Die Sowjetunion boykottierte seit Monaten die UN-Sitzung, weshalb sie diesen Beschluss durch ihr Vetorecht nicht verhindern konnten. Nordkorea wurde von Chinas Diktator Mao Zedong unterstützt, der ca. 400.000 chinesische Soldaten auf Seiten Nordkoreas in die Kämpfe schickte. Der Koreakrieg endete am 27. Juli 1953. Die USA und die Sowjetunion hatten einen Waffenstillstand initiiert. Der Waffenstillstand besiegelte die Teilung Koreas endgültig. Entlang der früheren Demarkationslinie wurde eine 250 Kilometer lange entmilitarisierte Zone errichtet, die bis heute existiert. Im Koreakrieg starben insgesamt ca. 3,5 bis 4,5 Millionen Menschen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen.